ich starte mal das Game. Sollte ich jetzt in deine private Gruppe wahrscheinlich am besten, oder? Genau, ich sehe gerade, du bist online, checkst am ROS online. Sag Bescheid, wenn du drin bist, dann lade ich dich mal in die Gruppe ein. Ja. Also in den Wing. Und dann musst du oben in das Kommunikationsmenü musst du gehen und dann musst du die Einladung bestätigen sozusagen. Das werde ich mal gleich sehen, wie das funktioniert. Mhm. Aber wir finden dich schon. Also geh mal oben in dein Kommunikationsmenü, das ist das oben links. Und da müsste jetzt bei dir was aufblinken. Geschwader-Einladung. Krimi, ich schicke dir auch. Ach, Commander General Diddy, ja. Genau, ja. Ja, noch Einzelspieler hat Mikrofon gekickt, da bin ich sie jetzt aber eingeloggt. Einzelspieler, check. Oh, ach, jetzt höre ich ihn aber in-game hier, warte mal, das ist aber übel. Check. Hörst du mich jetzt? Oder? Ja, einen Moment bitte, warte mal, ich höre dich gerade doppelt, einmal im TS und einmal im Spiel. Wahrscheinlich hörst du mich auch doppelt, vermute ich mal, kann das sein? Nein, ich höre dich. Weil du den Voice Chat aus hast, hast du eher nicht. Du musst da oben im Chatfenster ausstellen. Gut. Muss ich in-game. Ja, du guckst nochmal oben links auf das Chatfenster. Ah, ja, ganz, okay, ganz rechts außen hast du Einstellungen und da kannst du Voice Chat ausstellen. Okay, also was soll ich jetzt machen? Okay, ich glaube, ein bisschen abgehackt bist du. Wahrscheinlich hast du die Voice Activation, kannst du vielleicht noch ein bisschen empfindlicher stellen. So ganz klein bisschen. Kokodina ist er? Oder hin? Kann sein, ja, ich habe gerade mal das Ziel eingegeben. Es sind 4 Sprünge von meiner Position aus. 3, 2, 1, engage. Ja, ich bin in Cocochina, ja. Ja, wir kommen einfach mal vorbei. Musst du uns nur sagen, an welcher Station du bist? Ali-Ring. Okay, werden wir finden. Weil da habe ich den besten Markt bisher gefunden. Da kann alles haben. Fuel Scooping. Weil den habe ich bis jetzt da schon ein bisschen aufgerüstet. Mhm. Weil einfach mal versuche im Moment abzugucken, dass wenn mir jetzt jemand dieses Startgeld gibt, ja, ob ich gleich die Cobra kaufe oder ob ich jetzt dann doch bei der Viper Mark 3 bleibe. Verstehst du? Mhm. Und da sehe ich, wie gesagt, dass ich selber irgendwie einen Balance habe von 130.000, wenn man es so will, und da gibt es etwa 80.000 dazu, 210. Bedeutet, wenn ich 300 bekomme, da habe ich 500. Habe ich, ja. Wahrscheinlich kostet die Versicherung dann, aber für meine Anfangsfehler schätzungsweise 10 Kilo für die Cobra, ja. Wenn ich zu hoch ausgerüstet bin. Ja, 25, ist. Ich glaube 5% sind es immer, ne? Meine ich. Oder 25, ja. Ja. Das ist schon, ja gut, wenn ich damit aber gut Missionen machen kann oder etwas machen kann, wo ich auch Kohle verdiene, weil es mit der Cobra halt eben gut geht. Da hast 20 du Frachtraum, Kilo auch kein Problem. Da hast du Frachtraum, du hast eine große Sprungreichweite und das kann auch ein bisschen was schlucken an Schaden, also schlecht wäre es nicht. Und sie ist auch schnell, also du kannst immer abhauen, die fliegt über 400. Also, wenn sie ausgestattet ist, aber die ist eine der schnellsten Schiffe auf jeden Fall auch. Also meinst du, komme ich initial mit diesem 500.000 überhaupt hin, der Cobra? Ja, wir müssen die dir nur zukommen lassen. Das heißt, man kann nicht einfach hier 500.000 überweisen. Das heißt, die musst du in Waren von uns erhalten. Das heißt, wir müssen Kanister rauswerfen im All und du musst die einsammeln. Die musst du dann verkaufen und so kriegst du das Geld sozusagen. Aha. Okay. Das heißt, das ist ein bisschen Arbeit. Ja. Okay, wie viel Geld hast du jetzt in der Tasche? 100.000 sagst du, hast du? Ich habe jetzt einen Balance von 134.000. Guck mal nach der Haula, ob wie viel die kostet in der Station, wo du jetzt gerade bist. So, ich bin auch in einer Station, ich bin parallel mitgucken. Der Haula, der kostet 52.700. Den könnte ich im Prinzip dann kaufen. Der hat 16 Frachtraum. Den kauft ihr mal, dann kaufen wir Frachtmodule, dann kaufen wir eine Drohnensteuerung zum Fracht aufsammeln und dann kaufen wir eine Drohne. Und dann brauchen wir die Fracht nur hinschmeißen und die Drohne sammelst dann ein. Und du brauchst sie dann nur aufsammeln und verkaufen. Das heißt, das Schiff ist quasi nur dazu da, dass wir dir die Waren übermitteln können. Und wenn wir fertig sind, kannst du es mal wieder verkaufen oder behalten oder was weiß ich was. Ja, und genau. Dann, okay, also, genau. Dann kaufe ich die mal. Ach,
Commander General, der fliegt gerade vor mir. Genau, das bin ich. Ich fliege gerade raus. So, wir fliegen aber ein bisschen weg von der Station, so 8 Kilometer ungefähr. Weil wir dann die Waffen sozusagen ausfahren und dann sind wir eine Warnung. Also ein bisschen Abstand halten und dann ist das okay. You're all clear. Till next time, Commander. Bist du jetzt schon verchromt? Lass dich mal angucken? Nee, bist du nicht. Das soll das Chrom sein, ja. Das ist eher, ja, wie jemand geschrieben hat, eher so Edelstahl oder sowas in der Richtung. Das, von hier aus sieht es eher schlammbraun aus. Echt? Ja. Okay, also in der Station war es Edelstahl nicht aus, aber nochmal oben eigentlich. Muss ich dann irgendwie am Kartus gucken? Ja, stimmt, hier sieht es eher so grau aus. Ja, das machen wir gleich alles. Wir üben das einmal durch. Das sind so Standardbedingungen, die wirst du im Spiel ja noch tausendmal machen. Nur ist immer leichter, wenn dir das einer erklärt, als wenn du es selber rausfinden musst. Okay, ja, dann bremse ich mal an. Ah, genau. Einfach anhalten. Bist du draußen? Bist du ja draußen? Ich sehe ihn nicht. Ich spring mal kurz raus und komm wieder. Achso, okay. Sehe ich da niemand, okay? Du kannst noch mal laden in dem Moment. Ja, deine Ladung ist raus. Okay. Jetzt sehe ich ihn unter Kontakte. Okay, ja, ich sehe ihn auch. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind wir? Weil jetzt sehe ich euch nicht mehr. Du guckst mal auf die Minimap, die roten Punkte, das müssten wir sein oder die anderen Farben. Und blau ist denn die normal im Original, wenn das nicht so umgestellt hat. Ja. So, und du bist ganz dicht bei uns dran. Ich flieg einfach 600 vor, Meter. Ah, jetzt sehe ich euch, ja, okay. Komm ihn bloß nicht an. Ist mir eben schon passiert. Ich verstehe, es hat gerade die irgendwie zu drehen. Whatever you say, Commander. Position static until you return. So, und jetzt müsstest du sehen, wie deine Drohne anfängt loszulaufen. Siehst du? Hörst du dieses ganz laut? Nein, weil die Voice ist am Arsch im Moment bei mir. Achso. Aber der hat jetzt irgendwie was rangetragen. Sehe ich das irgendwie im Ding, im Inventory sollte ich da jetzt was sehen, oder? Inventory müsste es jetzt mehr werden und du müsstest oben rechts bei Infos. Da müsste auch stehen, wenn er was ausfällt. Also ich habe jetzt Beryllium drin. Genau, das ist richtig. 2 Stück. Ich habe 10 Stück abgeschmissen. Okay. Die lassen wir jetzt erstmal einsammeln. Noch 5. Noch 5 Plätze frei. Ja, weil ich einen Limpet noch drin habe. Genau, dann schmeißen wir nochmal 5 ab. Dann lassen wir ihn die nochmal aufsammeln. Ja. Okay. Und ja, das war's dann. Dann ist das Inventar jetzt voll, ne? Okay, gut. Dann flieg mal hin zur Basis, landest einmal. Und verkaufst den Spaß. Fachlupe kannst du zumachen. Ah, okay, den muss ich noch zumachen. Und der Limpet geht der verloren, oder? Der Limpet geht verloren, das ist ein Fire and Forget Teil, ist das. Der hält so 700 Sekunden oder 720. Dann ist er weg. Okay. Und da konntest du mittels Farben, konntest du die Standings oder dein Verhältnis einzelnen Allianzen wie auch Corporations dann bestimmen, ja. Sprich, du konntest jemanden auf Rot setzen, dann war er feindlich, oder war blau, war es freundlich. Attention, Commander. Collisions will not be tolerated. Slow down. Aber nur leicht. Okay. Ah, deswegen habe ich Reparaturkosten gehabt, wegen den Rammeln. Ah. Das macht der Bomber immer. Ich wollte nur knapp vorbeifliegen, aber irgendwie habe ich ihn doch berührt. Verstehe ich gar nicht. So, jetzt muss ich nur noch rechtzeitig bremsen, wenn ich da jetzt den Grimi sehe. Was habe ich dann eigentlich für einen Bremsweg? Mit dem kleinen Schiff ist er noch ziemlich kurz. Je größer das Schiff wird, desto länger wird er. Das ist massenabhängig, also das Collector, out of ammo, sagt er. Also mein Collector sollte jetzt aber unterwegs sein, hoffentlich, oder? Jetzt startet er, ja. Oh nein! Ich hab nicht gerammt, okay. Du bist ein Bruchbomber, nee, ich bin ganz normal reingeflogen, aber er war zu langsam.
Ja, ich habe natürlich da rumschauen müssen, wo überhaupt das Landing Pad 27 okay. ist, ne? Also die ganzen Landungen, die habe ich noch nicht so. Aber ich sehe euch nicht mehr, sind die gelandet, oder? Nein, du fliegst jetzt praktisch nach links weg. Guck mal ein bisschen mehr nach rechts. Das ist. Du siehst uns nicht, weil du jetzt nur durch ein kleines Fenster guckst. Wenn du näher den Helm aufhast für das VR-Display, dann wirst du dich umgucken mit dem Kopf und dann siehst du uns immer sofort. Das ist mir ganz geil. Ja, das ist ein Riesenvorteil, ja. Ich sehe euch jetzt. Ja. 1,3 Kilometer, jetzt muss ich langsam über. Nicht so weit weg. Ja, so 200-300 Meter ist schon gut. Dann braucht die Drohne nicht so lange. Okay, so, jetzt kann ich launchen. So, jetzt bin ich gespannt, wie sich das. Ich glaube nicht, dass der schwere fliegt wieder. Die sind irgendwie ganz anders. Oh, der fliegt ja richtig fix. Ups, das hab ich hier umgekehrt. Aber wohin fliegt sie? Wie fliegt sie da nämlich noch rum? Folge mal Didi, ja? Okay, oh Gott. War aber knapp. Komm ruhig zu Krimi. Ich bin auch mit dir eben rausgeflogen. Ich bin hinter dir hergeflogen. Ach ja, die Cobra. Ja, ist ein schönes Schiff, ne? Jo. Wenn ich überlege, wie viel Spaß ich mit der Cobra bei den alten Elite noch hatte. Das war. Du meinst mit diesem fliegenden Dreieck? Ja. Prioritäten sind gesetzt. Du siehst auch okay. Unten, siehst du noch deinen momentanen Verbrauch, also Leistung 100% und Verbrauch steht bei dir wie viel Prozent? Output 100%, Usage 93%. Och, da hast du noch massig Luft, okay. Gut, meistens okay. Ist es dann etwas über 100% und wenn dann die Module abschalten, dann fallen die natürlich weg und dann kommst du wieder auf die 100%. Aber du hast noch Luft, also du könntest theoretisch, okay. Wenn noch größere Schilder einbauen und so weiter. Von daher reicht der Reaktor zuerst mal. Mal gucken, ob die da was für mich haben. Es gibt hier ein Assassinate Deserter, der 165.000 zahlt. 14,2 Lichtjahre. Soll ich wahrscheinlich den mal annehmen, oder? Assassinate bedeutet, du bringst ihn um und wahrscheinlich bist du dann in dem Sternsystem gesucht. Ja, man sollte Jonathan Brown vom NNK United Corporation. Ja, dann nehm ihn an, machen wir. Okay, accept. Also. Genau, oder? Ich bezweifle mal, dass du den alleine schaffen würdest jetzt. Stell ich mal so im Raum. Weil selbst wenn du jetzt große Knarren hast und selbst wenn du schon alles richtig hast, der hat ja auch Gegenmaßnahmen gegen deine Waffen. Das wirst du gleich sehen. Wo müssen wir hin? Wie heißt das Sternsystem? Muss ich mal schauen. LP64-1. Ich versuch's einfach über Nuffling, das müsste ja gehen, ne? Ich versuch's jetzt einfach. Also ich kann dir automatisch hinterher springen, wenn wir in der Gruppe sind. Das heißt, du springst jetzt einfach raus und ich folge dir automatisch. Also da gibt's so eine Nuffling-Funktion im Kommunikationsmenü. Also brauchst du jetzt nicht zu machen, das habe ich gemacht. Und dann springe ich dir automatisch nach. Ohne zu wissen, wo du hinfliegst. Okay. Frame
Starship charge detected. Ja, übrigens, wenn du deinen Sprung machst, machst du das immer mit Vollgas, oder? Jo. Ich bin schon mal irgendwie in so einem White Dwarf oder irgendwas fast reingekommen. Also das war schon... Ja, gefährlich. Oder so Doppelsonnen. Oh, knapp, oder ja. Dreifachsonnen sind manchmal auch gefährlich. So, jetzt müssten eigentlich meine Tanks nachgeladen werden. Ja, das macht es schön. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, den Abstand eben richtig maintaine, dann erwärmt sich das Kind auch nicht mehr. Das ist schon wieder voll, ja. Genau, ja. Also der Treibstoffsammler, den brauchst du auf jeden Fall, um wenn du weitere Reisen machen willst. So, jetzt kommen wir schon nach LP864 rein, ja. Krimi, bist du gerade aus dem Supercruise raus? Ich bin abgefangen worden. Ich kann es gerade mal kurz, Moment. Du bist abgefangen worden. Ja, aber von Herbert Zink bin ich abgefangen worden. Du kannst auch mal ohne Funktionen dein Geschwadesignal anmachen, falls du es noch nicht anhast. Ich weiß es nicht. Also, wie kann ich das machen? Rechter Bildschirm, Funktionen und dann Signal auf Geschwader stellen. Ist gemacht, ja. Okay. Das heißt, wenn du jetzt aus dem Supercruise rausgehst, können wir dich wiederfinden anhand der Sogwolke. Das ist ein Extraction Site, wo ich, ich helfe dir mal, mich hinschicke. Unexplored. Slowdown, sagt er mir. Target destroyed. Aber komischerweise sehe ich jetzt meinen Speed hier nicht, sondern irgendwie nur einen großen Ding. Ich kann alles andere anvisieren, aber ich. Aber für den Slowdown kommt irgendwie meine Geschwindigkeit nicht, weißt du? Ja, ist der Kunde, wir sind gleich wieder da. Gerade noch kurz am Kämpfen. Okay. Samini, aber das ist etwas anderes. Muss ich den auch abknallen? Der ist wanted. Oh ja, der hat einen Schild schon runter. Ich schieße ihn ab. Okay. Target destroyed. Okay, das war aber nicht der gesuchte, nicht den, wo du. Das ist nicht der gesuchte, aber ich. Ja. Ich. Du wirst noch in den Target kriegen, den Affen, ey. Da kommt noch eine. Da ist der Jonathan Brown. Genau. Schieß drauf. Aber du musst auf jeden Fall mal drauf schießen, damit er zählt. Ja, ja, aber ich muss ihn zuerst mal kriegen. Ich schieß nur einmal drauf, dass er, falls er schießt, dass er auf mich schießt dann. Ja, jetzt ist er wieder weg. Jetzt schieße ich fast auf dich, Mensch. Ja, komm her, hier. Da ist ein Kreuz drauf. Siehst du den? Ja, den Kreuz sehe ich eben gar nicht. Der ist irgendwie... Ah, ich muss mal mit dem Speed runter, weil da kann ich besser manövrieren, irgendwie. Ah, jetzt habe ich ein Kreuz, ja. Und da ballerst du drauf. Das ist eine Viper, die ist sehr schnell. Jetzt. Muss ich da noch einen Lock drauf machen oder so? Du kannst den anvisieren, also gibt es nochmal eine Taste, wenn der vor dir ist, drückst du die Taste und dann wird er anvisiert. Vielleicht hast du die Taste nicht belegt. Ah, jetzt war. Oder hast du vielleicht eine Taste fertig? Jetzt hat er ihn. Genau. Jetzt habe ich mal auf ihn geschossen, ja. So. Ja, schieß rauf, weiter drauf, baller drauf, was geht. Ja, ja. Falls er dich angreift, dann blasen wir ihn weg. Okay, also. Genau, jetzt siehst du, er hast das äußere Schild hast du jetzt ein bisschen angekratzt.
Es wird jetzt ein bisschen rot bei ihm. Aber wir lassen dich erstmal kämpfen. Falls was passiert, springen wir ein. Ja, jetzt hast du das Schild unten. Ja, jetzt muss ich hier nehmen, nur noch. Muss ich jetzt die Waffengruppe wechseln oder so? Nein, zweiten Feuerknopf drin. Du hast noch zwei Feuerknöpfe. Ja, ja, aber jetzt muss er reloaden. Der dumme Hund. So, jetzt. Ja, noch 5%. Sauber. Okay, jetzt hast du allerdings die ganze Zeit mit der Multicam, glaube ich, draufgeschossen. Also ja. Am besten ist am Anfang die Schilde mit dem Laser wegmachen und danach mit der Multicam. Ja. Aber war okay. So, Quest müsste bei dir fertig sein, ne? Okay, so jetzt habe ich es, meinst du, der Mission schon geschafft, oder was? Aber einen habt ihr mir vom Arsch geholt, ne? Ja. Der da war. Der hatte schon meine Schilder runter. Jo. Und da stellt sich für mich die Frage, natürlich habe ich es falsch gemacht, logisch. Scheiße, jetzt muss ich den Knopf finden, wo ich meine Schilder habe. Muss ich die separat einschalten? Nein, nein, die Schilde sind immer an. Du musst nur Energie auf die Schilde machen. Also auf Sys muss ich Energie machen. Muss Energie drauf sein, ja. Ah, okay. Aber deine Schilde sind an, also die sind jetzt, du hast drei Ringe um dein Schiff drumherum. Das sind deine Schilde. Und wenn die weggehen, bei kleinen Schilden gehen die halt schnell weg, dann sind deine Schilde weg. Ah, okay, das sind die Schilde da drumherum. Okay. Ich schieße gerade mal kurz auf dich, nur um so ganz klein bisschen. Ah, jetzt sehe ich, schieß noch ein bisschen mehr. Noch? Genau. Noch mehr? Jetzt wird der erste Ring. Jetzt wird der erste Ring groß. Jetzt ist ungefähr die Hälfte weg vom Schild. Ah, okay. Jetzt ist es. Ah, das habe ich nicht mal gewusst. Okay, danke. Okay. Schieß öfter mal auf ihn los. Das so blöden Sachen, weißt du, dass du nicht mal dein Interface richtig kennst, weißt du? Genau, obwohl deshalb ich bin jetzt ich schon 2-3 Tage geflogen, weißt du, aber bin noch zurück. Genau. Wichtig ist jetzt nur, was du dir noch merken kannst, du kannst nicht an jedem Stern nachtanken. Es geht nur bei bestimmten Sternen. Ja. Na? Die Eselsbrücke, um das zu merken, ist KGB Foam. KGB und dann F-O-A-M. KGB-Schaum. Die Buchstaben sind in der Karte die einzelnen Klassen des Sternes, wo du tanken kannst. Ah, okay. Und also das heißt, es gibt M-Sterne, G-Sterne und so weiter, ne? Ah, alles klar. Und nur dort kann ich eben tanken, also... Genau. Genau. Achte also darauf, dass du eher einmal zu viel tankst, als einmal zu wenig. Weil wenn du irgendwo strandest und da gibt es keine Station... Und auch keine Sonne, dann ist scheiße, ja. Ja, dann bist du angekackt, ne? Dann kannst du eigentlich nur hoffen, dass einer von uns Zeit hat und mit einer Fuhltyrone vorbeikommen kann. Sonst kannst du nur Selbstzerstörung ausführen und dann musst du eben deine Strafe zahlen, ne? Dein Lehrgeld. Ja, das habe ich eben schon mal gemacht, ne? Wo ich nach Seoul fliegen wollte. Da ist mir genau das passiert. Dann stand ich da ohne Fuel und der nächste... bewohnte System, der war außer meinem Fuel Range, ja. Und alles andere war leer und ich hatte keinen Fuel Scope. Passiert im Besten, mir auch. Gerade vorletztes Mal, da ziehen die mich jetzt noch mit hoch. Ist mir noch nie passiert. Ja, vielen Dank, aber jetzt habe ich auch genügend Kleingeld, wenn ich jetzt diese Mission hier abgebe, ja. Damit ich eventuelle Schiffverluste bezahlen kann. Also muss mal gucken. Ich, Echo, Didi und Will, wir sind so die Hardcore-Spieler hier. Okay. Wenn einer von uns, nimmst uns alle an in der Freundesliste, schickst uns alle eine Einladung, das will ich sehen. Hast du ja schon gemacht, glaube ich.
Ja. Und dann, wenn du uns spielen siehst, schnack uns an, wenn du Hilfe brauchst oder Geld brauchst oder was. Ja, es gibt jetzt nicht mehr. Und du wirst mich bestimmt noch sehr oft sehen, weil ich bin jetzt halt eben einer von diesen Rüdigern, ja.